Hallo Leute, hallo YouTube. Heute kommt das versprochene Technikvideo, was ich euch in einem der letzten, ja, ich glaube in den Urlaubsgrüßen angekündigt habe. Ich habe ja Post aus, beziehungsweise E-Mail aus China bekommen, wo mir eine Technologie-Company angeboten hat, mir eine Spielzeugdrohne zu schicken und die für euch zu testen. Und hier ist das gute Stück angekommen, hier die LM01 Quadrocopter von Longman Technology. Ich schicke schon mal kurz vorweg, das ist keine professionelle Drohne hier, das ist am Ende des Tages ein Spielzeug. Und genauso haben die mir das Ding auch zugeschickt. Die haben mir echt extra geschrieben, bitte teste das nicht als professionelle Drohne, sondern als ein Spielzeug, so vielleicht für Weihnachten oder zum Geburtstag. Und haben dann noch auf die Return to Home bzw. GPS-Funktion in der Spielzeugdrohne hingewiesen, was ja auch nicht so üblich ist. Und ich würde mal sagen, wir machen mal ein ganz schnelles Unboxing. Das Ding sieht hier, es kommt hier in so einer Verpackung. Die sieht ja schon mal ganz stealth-mäßig aus. Sie soll eine 1080p-Kamera haben, das werden wir sehen. Und heißt LM01 Remote Control Quadrocopter 14 Plus. Und soll die Features haben, an der Seite steht, Moment, schauen wir mal, Hold Position, Altitude Hold, das heißt, wo die Höhe, dass er die Höhe hält, Gesture Recognition, Foto, Video, Double Camera, Flip, G-Sensor, Auto Follow, MF Production, Fixed Point und Palm Control. Well, würde ich sagen in Englisch. Das ist eine ganze Menge und ich kann schon mal im Voraus sagen, das werde ich auch nicht alles testen, weil es ein Spielzeug ist. Ich teste, wie das Ding funktioniert, ob es, sagen wir mal, vernünftig einigermaßen zu bedienen ist, ob man damit wirklich mal so ein bisschen so Anfängerübungen im Drohnenflug machen kann, ob die Return-to-Home-Funktion funktioniert und ich werde euch mal ein paar Testaufnahmen ja hier zur Verfügung stellen. Machen wir doch einfach mal ein ganz schnelles Unboxing. Ich reiß mal hier das Paket auf. Zieh mal dran. Das kommt mit einer Bedienungsanleitung in Englisch. Ja. Dann so sieht das Teil, so sieht die Box von innen aus, wo dann da ist drin der Controller, die Drohne selbst, ein USB-Kabel, ein Akku und ein paar Ersatzteile, hier so Abstandhalter und ein paar Ersatzpropeller und sowas. Wenn ich die Drohne jetzt mal hier rausnehme, so, die ist verhältnismäßig leicht mit Beleuchtung. Die Kamera ist vorne. Hinten kommt der Akku rein. Hier, das ist der Akku. Eigentlich ganz easy going. Wird einfach hier hinten reingeklickt. So. Zack, drin ist er. Und mit dem Kabel hier, mit diesem USB-Ladekabel, kann man an jedem üblichen USB-Ladeteil den Akku aufladen. Wie jetzt die ganzen, wie die Flugzeit, wie die Akkuladezeiten sind, das werde ich euch dann gleich am Ende des Videos sagen können. Das ist ja jetzt mal einfach nur schnell ausgepackt. Ich werde das Teil jetzt mal laden. Ich hole mal gerade die Fernbedienung raus. Ja, da kann man hier unten, kann man ein Smartphone einklemmen. Werden wir auch alles testen, ob das hier wirklich Antennen sind, hier oben. Das wage ich mal zu bezweifeln. Das ist, glaube ich, irgendwie gar nicht verbunden miteinander. Das ist einfach nur, glaube ich, Kosmetik. Werden wir sehen. Hier ist auch, habe ich an der Drohne schon gesehen, guckt irgendwo so ein Kabel raus, genau hier. Da habt ihr so ein kleines Kabel, das ist anscheinend die Antenne. Die soll GPS gestützt sein. Wir werden sehen, wie stabil die in der Luft hängt. Und dann würde ich mal sagen, wir machen uns mal auf die Wiese raus. Die Sonne ist rausgekommen, wir haben zwar 4 Grad. Wir gehen mal raus auf die grüne Wiese und dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Bin ich mal hier hochgefahren auf den Sensaberg. Die Bedingungen, es ist verhältnismäßig kalt, deshalb wird der Akku wahrscheinlich nicht so lange halten. Ich habe mir hier so ein Ladepad hier hingestellt, mal die Drohne da den Akku reingemacht und alles vorbereitet. Was wir vorher machen müssen mit der Drohne ist, wenn wir sie anmachen, müssen wir sie kalibrieren. Und zwar müssen wir die einmal so nach vorne, einmal im Kreis drehen und einmal nach vorne unten im Kreis drehen. So, das müsste dann reichen. Und dann wird das Ding losfliegen. Jetzt momentan sieht man gerade hier,
habe ich gerade 3 Satelliten. Das ist gerade ein bisschen knapp. Wäre besser, wenn da so 6 Satelliten wären. Also ist GPS basiert ja die Drohne. Für eine Spielzeugdrohne eigentlich schon ganz okay. Ich kann es mal versuchen, ob ich sie starten kann. Ich gehe mal dahinter, gucken, was da so passiert. So, jo, da haben wir sie, das schöne Teil. Ja. Fliegen wir mal ein bisschen, drehen wir sie mal ein bisschen, fliegen wir mal auf, ein bisschen seitlich, fliegen wir mal auf die Kamera zu, vorwärts. Ja, die lässt sich so weit ganz okay steuern. Jetzt habe ich auch mittlerweile 9 Satelliten. Fliegen wir mal zur Kamera hin. Ja. Dann kann man hier unten, warte mal, ich mache mal hier das Teil wieder drauf. Kann man hier die Filmaufnahme starten, das mache ich jetzt auch mal. Dann fliege ich jetzt mal schön einen geraden Flug, ein bisschen hoch. Recht stabil aus. Und mal wieder runter ein bisschen. Drehen wir sie mal. Und dann fliegen wir mal. Schön an dir vorbei. So, da haben wir das gute Teil. Für eine Spielzeugdrohne steht die eigentlich ganz gut in der Luft, aber es ist halt wichtig, dass ihr die, ja, ich sag jetzt mal, die Satelliten am Start habt. So, zack, da wieder rum. Jetzt lege ich mal einen Kreis um mich. Ups, jetzt habe ich fast die Kamera getroffen. Die ist natürlich nicht so stabil wie die Parrot Anafi oder eine richtige. So, also, drehen, vorwärts, fliegen wir sie mal, ich habe weiter die Aufnahme am Laufen. So, hier kannst du mal an mir vorbei, so, schupp. Ich würde sagen, ich fliege es jetzt mal weg, nach hinten weg. So, und dann mache ich mal die Return-to-Home-Funktion und dann gucken wir mal, ob das klappt. So, da hinten ist sie jetzt unterwegs. Fliegst du mal ein bisschen höher und drück mal auf Return-to-Home. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, da kommt sie angeflogen. Und mal sehen, sie ist ja auf dem Ladepad da gestartet. Und mal schauen, ob sie da auch wieder landet. Fast. So, ich habe das jetzt mal abgebrochen. Das hat super geklappt. So, Return to Home. Ja, kleiner Flugversuch, beziehungsweise erster Flugversuch. Die lässt sich eigentlich ganz gut steuern, die Drohne, muss man ganz klar sagen, der Teil, für eine Spielzeugdrohne. Wir reden hier von einer 99 Euro oder wahrscheinlich kriegt ihr die demnächst hier für 70, 80 Euro Drohne. Die Return-to-Home-Funktion hat verhältnismäßig gut geklappt. Ein komplettes Fazit ziehe ich aber gleich noch mal in Ruhe, wenn ich am Schreibtisch sitze. Ich probiere jetzt immer noch mal die eine oder andere Sache aus, mache noch so ein paar Aufnahmen, die ich vielleicht euch einspiele und ja, im Großen und Ganzen ist die ganze Geschichte hier ein nettes Spielzeug. Wie gesagt, es ist keine Profi-Drohne und auch keine eine Anfänger-Flugdrohne, sage ich jetzt mal so für 300, 400 Euro. Es ist ein Spielzeug, es ist ein bisschen ambitioniertes Spielzeug. Das muss man einfach dazu sagen. Ich gucke mal, was hier passiert. Jetzt haben wir wieder 3 Satelliten, dann können wir eventuell noch mal starten. Ready to fly. So, da komme ich. Jetzt haben wir 9 Satelliten. Also wie gesagt, ihr müsst dran denken, es müssen wirklich genug Satelliten unterwegs sein. Ich mache vielleicht jetzt auch mal gerade ein paar Aufnahmen hier mit dem Osmo Pocket, wo das Teil hier so schön am Rumfliegen ist, damit ich noch ein bisschen B-Roll habe.
So, lassen wir uns mal, machen wir mal das Ding an. Filmen wir das Teil. Es steht wirklich stabil in der Luft. Ich gehe mal rum. So. Wirklich nicht so schlecht. So. Das muss jetzt mal gerade reichen. So, fliegen wir mal ein bisschen höher. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Und drehen uns mal. Ja, 1080p, ich meine, das ruckelt natürlich alles ganz schön. Flieg mal in die Richtung. Machen wir das Ding aus, weil der Akku gleich leer ist. So, kleines Fazit zu diesem Spielzeugteil hier, der LM01, dieser Spielzeugdrohne. Ich würde mal sagen, nicht so schlecht. Da kommt gerade oben der Hubschrauber vorbeigeflogen. Das ist schon mal gut, dass ich die Drohne hier runter habe, aber bei dem Spielzeugteil hier nur auf dem Feld ist das mal ein bisschen zu vernachlässigen. Ich empfehle euch auf jeden Fall immer die Kalibrierung und warten, bis 9 Satelliten-GPS gefunden sind. Und das Allerwichtigste ist, geht irgendwo hier hin, wo auch wirklich Platz ist. Ich bin jetzt hier oben auf dem Sensorberg mit einer riesen Wiese gefahren, weil die Teile lassen sich bei weitem nicht so, wie soll man sagen, so genau steuern wie zum Beispiel Parrot Anafi. Das ist jetzt mal so für den Anfang ganz nett und als Spielzeug auch echt okay. Aber würde ich sagen, dazu gibt es gleich noch mal ein bisschen mehr und dann habt ihr auch mal hier so eine Aufnahme hier von der App beziehungsweise wie die Aufnahmen geworden sind. Ach, so, ja, Batterie, ist ein Akku halt dabei. Batterie haben wir jetzt leer geflogen. Ich war oben, habe mich gerade mal wieder ein bisschen jetzt aus meinen dicken Klamotten rausgeschält, war ziemlich kalt draußen. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe schon ein paar Sachen eben im Video draußen erwähnt. Wo solltet ihr bei dem Teil drauf achten? Erstmal, das Teil ist ein Spielzeug. Es ist nicht alles Gold, was glänzt an dem Teil. Wenn ich das in Betrieb nehme, dann muss ich es halt immer kalibrieren. Ich muss die richtige Reihenfolge beachten. Zuerst die Drohne einschalten, dann die Fernsteuerung. Man kann das Ding nicht einfach in Betrieb nehmen, ohne die Bedienungsanleitung gelesen zu haben. Wo habe ich sie hier? Warte mal, Moment. Bedienungsanleitung, da ist sie. Denn da steht schon drin, und da muss man vielleicht auch ein bisschen der englischen Sprache mächtig sein, da steht schon drin, dass, wie die Drohne zu bedienen ist, dass man auch ein bisschen Abstand von Gebäuden halten soll, von hohen Bäumen. Selbst man selbst soll nicht so nah an der Drohne stehen, damit die GPS-Satelliten schön erwischt. Und es ist aber ein nettes Spielzeug und ich kann sie grundsätzlich empfehlen, so für den Anfang. Ich würde vielleicht nicht 100 Euro dafür ausgeben, aber wenn man sie so für zwischen, sag mal, um die 70, 60, 50, 60, vielleicht im China-Shop für den Preis bekommt, dann hat man doch ein nettes Spielzeug, was auch nicht direkt kaputt geht oder so. Die ist schon wertig. Die hält schon einiges aus, wie das aussieht hier. Und die Flugzeit war trotz der Kälte, würde man sagen, also an die 20 Minuten, über 15 Minuten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich geflogen bin. Für so eine Spielzeugdrohne halte ich das auch für übertrieben, da jetzt einen Flugzeittest zu machen. Die App ist verhältnismäßig bescheiden programmiert. Die Fernbedienung ist okay. Es sind alle Knöpfe vorhanden. Es sind noch ein paar zu viele Knöpfe vorhanden. Da ist zum Beispiel so ein X-Stop
Knopf vorhanden. Wenn man den drückt, dann geht die Drohne aus. Das ist so ein Not-Emergency-Knopf. Und die geht dann auch aus, wenn sie 100 Meter, beziehungsweise 100 Meter, brauchen sie gar nicht hochzufliegen, wenn sie 20 Meter hoch ist und dann fällt sie runter. Bomm. Deswegen immer mit dem Landen-Knopf drücken. Aber man muss ihn auch wirklich lange drücken, bevor das Teil auch wirklich dann runterfällt. Ja, die Reichweite. Ich bin jetzt auf dem Feld geflogen, so auf Sichtweite immer ein bisschen. Habe auch mal die Aufnahmen gemacht, die schon eher im Spaßbereich anzusiedeln sind. Aber wie gesagt, das ist auch genau, was das Teil hier widerspiegeln soll. Das ist am Ende ein Spielzeug, ein gutes Spielzeug, würde ich sagen. Die Return-to-Home-Funktion hat auch sehr gut funktioniert für ein Spielzeug. Das heißt, wenn man mal wirklich Stress hat und kriegt das Ding nicht mehr unter Kontrolle, einfach auf Return-to-Home drücken und dann kommt die zumindest mal sehr nah an die Position rangeflogen, wo sie gestartet ist. Zu der Drohne kann ich empfehlen, ich verlinke die auch mal. Ich kennzeichne das Werbung auch als Werbung. Ich kennzeichne das Video auch mal als Werbung, weil ich die Drohne ja kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aber die Meinung hat sich dadurch nicht geändert, weil sie kostenlos war. Es ist ein Spielzeug, es ist ein nettes Spielzeug und auch nicht mehr. Wenn ihr professionell oder wenn ihr eine professionelle Anfängerdrohne haben wollt, dann fangt an mit einer Anafi, mit einer vielleicht Mavic Mini, sowas in der Richtung. Wie gesagt, ich kann allerdings da auch noch keine großen Vergleiche ziehen, da ich bis jetzt nur Anafi geflogen bin und das wirklich am Ende des Tages sehr zufrieden. Hiermit, das würde ich auf jeden Fall meinem 16-jährigen Neffen zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken. Und da würde ich sagen, das war's für das Video. Wir sehen uns in einem der nächsten Vlogs, Videos, whatever. Macht's gut, haut rein und tschüss.